Hi Leute. It's me, Zeika. It's wieder da. So, Moment, ich muss noch ganz kurz was anschalten und dann können wir direkt loslegen. Mein Auge juckt. Kein Arsch. So. Ja, es ist natürlich wieder super leise. Ich muss mal gucken, ob das gleich besser wird oder nicht. Aber vom Ausschlag her sagte mir, dass es sehr leise ist, aber. Okay. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wo wir stehen geblieben waren. In der Kneipe. Oh, schlimm. Das ist wunderschön. Ist okay. Okay. Oh Gott, die machen mich fertig. Ich muss mal ganz kurz, ich glaube Butter J, ne, war das? Oh, sag mal. In meiner Audienz bei Harumon musste mit Ulin genau finde. Ich muss zu Wartag zurück. Okay, aus den Erinnerungen. Okay. Wir müssen zurück zu dem Dingsterbumster Blubby da. Zu Wartag. Zu dem müssen wir zurück. Ich habe schon ganz vergessen, was wir machen müssen. Das ist schon wieder so lange her, dass wir gespielt haben. Aber ich dachte, da ich heute. Also eigentlich müsste ich The Quarry weiterspielen. Krummel. Ja, Krummel. Eigentlich müsste ich The Quarry weiterspielen, aber ich bin viel zu faul. Weißt du, die Playstation, die steht da hinten, ne? Und ich müsste die hier aufbauen und dann Kabel verlegen und hast du nicht gesehen. Ich bin einfach faul, ne? Es tut mir leid. Ich bin zu voll, die Playstation aufzustellen. Wo ist Vatak eigentlich? Weiß ich gar nicht, wo ich jetzt nochmal hin muss. Ja, es ist Heromons Anwesen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Scheiße. Aha, Faulheit zugegeben. Ja, klar. Ja, ich brauche auch Veränderungen, du. Ich finde das in Ordnung, wenn ich meine Faulheit zugebe. Lady Dace kam gerade ganz aufgelöst hier vorbei. Sie erzählt jedem, dass Heromont ein Lügner und Schuft ist. Gute Arbeit. Ihr habt es mit der Hilfe für uns also ernst gemeint. Seid ihr jetzt bereit, Belen zu treffen? Ich bin bereit. Bringt mich zu ihm. Ich warne euch, benehmt euch. Und lasst eure Waffen beiseite. Bin aber Lurk. Weil ich bin muss moschen. Wächter. Was nicht für moschen? Viele Außenstehende begreifen nach so kurzer Zeit Orsamas etwas verworrene Politik. Ich bin Prinz Belen. Vortek hat mir erzählt, dass ihr gegen den Emporkömmling vorgeht, der den Thron meines Vaters an sich bringen will. Werden Zwergenkönige nicht gewählt? Traditionell bestimmt der König seinen Nachfolger. Die Versammlung nickt das nur noch ab. Könige wählen ihren Nachfolger nur dann nicht innerhalb der Familie, wenn sie keine Kinder haben oder den Kindern das Talent zum Herrschen. Oder, wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Katzen. Weißt du Bescheid, ne? Katzen. Warum denkt Heromont, ihr werdet als Herrscher ungeeignet? Heromont hat sein Leben in der Versammlung verbracht. Seine Führungsqualitäten sind Kompromiss und Kapitulation. Das kann Osama aber nicht gebrauchen. Die dunkle Brut sammelt sich für eine Verderbnis. Die Länder der Oberfläche sind zerrissen. Wir brauchen jetzt einen starken Anführer, der der Versammlung die Stirn bietet. Jemand, der... Hi, Faye. Graha, ich sehe dich. Ich weiß, was du da hinten machst. Mein Kater, der dreht wieder durch, ne? Hi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Jemand, der skrupellos genug ist, seinen Bruder zu töten? Wenn ihr das glaubt.
Weshalb seid ihr dann hier? Mich interessiert nur, ob ihr mir helfen könnt, die Verderbnis aufzuhalten. Dann haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir mögen einander nicht, aber das Wichtigste ist die Verderbnis. Ja. Wir brauchen völlige Einigkeit, um diesen Kern des wahrhaft Bösen zu bekämpfen. Dann erkennt ihr eure Vereinbarung mit den Wächtern an? Rückhaltlos, ich schwöre bei der Rüstung meiner Vorfahren, sobald Orsama unter meiner Herrschaft vereint ist. Doch solange diese Debatte andauert, kann ich euch die benötigten Truppen nicht zur Verfügung stellen. Ihr habt selbst gesehen, unsere Stadt ist ein Tollhaus. Das Verbrechen nimmt Überhand. In so einem Chaos könnte ich den Thron nicht lange halten. Wie kann ich helfen, euch auf den Thron zu bringen? Ihr habt Harrowmont bereits einen Schlag versetzt und dafür danke ich euch. Aber es ist noch eine andere Partei im Spiel. Habt ihr von einer Frau namens Javia gehört und von der Charta, die sie anführt? Beschissen wie immer. Heute Dragon Age, ja, ich hab irgendwie voll, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich so Quarry weitermachen, aber ich bin zu voll, die Playstation hier aufzubauen. Und dann dachte ich so, komm, du musst eigentlich Dragon Age mal jetzt weiter durchpushen, weil ja, nächstes Jahr ist es ja so, weiter kommt Dragon Age 4 und bis dahin will ich nochmal alle drei Teile durchgespielt haben. Und ich habe ja mit Dragon Age ja auch irgendwie so ein Projekt am Laufen, dass ich halt quasi mit... Mein Kater. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Katzenkarton. Mehr sag ich nicht. Das reicht schon. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Kater lenkt mich total ab. Das hört sich an, als würde der Karton schwer genötigt. Der Karton wird gerade auch schwer genötigt. Also der wird gerade nicht hier... Krass, was machst du da? Hey, jetzt kommen sie alle, jetzt versammeln sie sich alle in der Ecke beim Karton, ne? Mama. Bist du jetzt fertig? Dicker. Alle Teile nochmal durchspielen, bevor der neue Teil rauskommt. Ja, ja, definitiv. Ich hörte, sie wischen den Boden mit euren Wachen. Sie wissen, dass Orsama uneins ist und sich nicht um sie kümmern kann. Das hat sie kühner werden lassen. Wenn ich der Stadt zeige, dass ich mit so einer Gefahr fertig werde, würde das meine Position sicher stärken. Also im Grunde machen wir wieder die Direkte. Es tut mir leid, Leute, ich schlafe momentan nicht sonderlich gut. Deswegen bin ich eigentlich dauermüde und dauer am Gähnen. Das mache ich auch, wenn die Kamera aus ist. Soll ich sie für euch beseitigen? Also wir machen natürlich wieder die Drecksarbeit für die ganzen Questgeber. Wie sollte es anders sein? Wenn ihr und ich König werde, gebe ich euch für den Kampf gegen die Dunkle Brut so viele Truppen, wie ihr braucht. Wir haben nur wenige Informationen über Javia. Ihr Hauptquartier ist in der Stadt des Staubs, dem untersten Teil der Stadt. Und meine Männer haben dort kaum Kontakte. Vielleicht reden die Kastenlosen eher mit jemandem von draußen. Jo, in der gleichen Meinung. Ich sehe es mir an, mehr kann ich nicht versprechen. Ich kann nicht um mehr bitten. Aber erst wenn das Problem gelöst ist, kann ich euch helfen. Und jede Minute, die wir warten, ist auch live. Was? Dunkle Bunker ins Land der Menschen ein. Was? Wait a minute, Vita ist auch live. Hä? Warum ist denn der live? Diese dumme Sau. Boah, ist das eine dumme Sau. Es ist so viel zum Thema, ne? Ja, er hat momentan keinen Bock zu streamen und sowas, dann gehe ich online und dann geht er auch online. Kackendreist, ne? Kackendreist ist der Junge. Und dann auch noch mit dem gleichen Hashtag. Boah, boah, boah.
Kackendreist. Warum ich dummes so? Weil du online bist, darum. Ich dachte, du streamst. Ey, hätte ich gewusst, dass der streamt, hätte ich den Stream gar nicht angemacht. Alter. Wo geht's denn hier raus? Geh Discord. Höre dich nicht. Habe den Ton aus. Oh. Wait a minute. Genau, Faye sagt schon. Sag mal, was ist falsch mit dir? Ey, die robben mir hier die ganzen Sachen ab. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen, oder? Ey, ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Ja. Hilfe. Hä? Wo geht's denn raus? Ist doch egal, es ist der Stream. Punkto. Ich rede ja kaum bei mir. Sehe meinen Chat nicht, weil das Handy nicht geladen ist dafür. Oh. Okay. Ah, da ist der Ausgang, oder? Oh, nee, das ist nicht der. Das ist der Ausgang. Meine Fresse, ey. So. Wohin sollte ich nochmal? Ach ja, genau, ins Gesindeviertel. Gott, ich bin total durch, ne? Aktuelle Nachrichten. Lord Balen kann eigene Kämpfe nicht gewinnen und verlässt sich auf die Grauen Wächter. Ja, das ist wahr. Das wäre aber jetzt nicht anders, wenn wir für Harrowmoot arbeiten würden. Wir würden für den halt auch die Drecksarbeit machen, ne? Leute. Müsst ihr immer bedenken. Wir würden für den jetzt... Außerdem stürzt das Spiel ab, was ich zeigen wollte. Wow, das ist natürlich kacki. Das ist natürlich super kacki. Jammer. Hallo Sunlight Moonblade, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Okay, kannst du mal sterben? Also der Typ, nicht du. Ne? Und wir leben noch. Aber ja, wir leben. Halleluja. Genau so wird es geschehen. Oh Gott. Wie geht's? Schön, dass du da bist. So, auf ins Gesindeviertel. Das war doch das Gesindeviertel, ne? Gott, ey. Nee, nein. Warten. Stopp. Hier wohnen die armen Leute. Ja, doch, ja. Hier wohnen arme Leute. Ist einfach so. Sieht reich aus. Für die Ausrüstung bekommen wir eine Menge. Sobald wir sie da rausgeschnitten haben. Töten. Wir schnitzeln heute. Heute gibt's Geschnetzeltes. Vom Zwerg. Spürst du das? Ich spüre noch ganz andere Dinge, Baby. Wie ihr wünscht. Wenn ich nur die Geräusche hören würde, würde ich denken, ich wäre in so einem Softporno, ey. Ohne Witz. Habt ihr was Schönes für mich? Nee. Hm. Alistair, schön hier bleiben. Ach, guck mal hier. Wer seid ihr?
Ihr seht nicht wie eine Wache aus und das ist keine offizielle Uniform. Ich bin Psyker, ein grauer Wächter. Oh, ihr sucht eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Klar. Da habe ich vielleicht etwas für euch. Insbesondere, wenn ihr an der Oberfläche ein paar Verbindungen habt. Ich möchte erst hören, was ich tun soll. Nichts für ungut. Aber eure Könige haben Gesetze, die in einer praktisch orientierten Welt nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel, wer Lyrium kaufen und verkaufen darf, dieses heilige Geschenk des Steins an uns. Kein Gesetz sollte das regeln dürfen. Ah ja? Die Gesetze sollen die Magier von dem Zeug fernhalten. Deshalb gibt es im Turm des Zirkels immer Abnehmer. Mein Kontaktmann heißt Godwin. Er erwartet eine Lieferung. 15 Pfund. Wenn ihr investieren wollt, könnte ich stattdessen euch das Lyrium verkaufen. Zu einem vernünftigen Preis. 50 Sovereigns. Ihr könnt es behalten oder, weil ihr ungehindert abreisen könnt, Godwin verkaufen. Der wartet ohnehin darauf. Und wenn ihr seine nächste Bestellung bringt, zahle ich euch 20 Sovereigns als Finderlohn. Wie wäre das? Schmuggel ist illegal. Ich lasse euch verhaften. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Sie sind immer so gierig. Das ist so unfair. Möchtest du wirklich verletzt werden? Haha, stirb. Genau so wird es geschehen. Aber selbstverständlich. Steuerung und ich, ne? Es ist einfach grausam. Ach, guck mal hier. Eine milde Gabe. Habt ihr eine Münze übrig, Herrin? Für meinen Sohn. Er ist krank, hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Warum hilft euch der Vater eures Sohnes nicht? Das frage ich mich auch jeden Tag. Er war ganz erpicht auf ein Mädchen, das ihm Zugang zur Minenkaste verschafft. Aber seit der Geburt des Jungen habe ich nichts von dem Kerl gesehen oder gehört. Und ich bin auf der Straße und darf nicht zurück, außer... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Was möchte denn eure Familie, dass sie tut? Der Vater meines Sohnes ist kastenlos und er damit auch. Ich war Minenarbeiterin, aber meine Eltern haben mir das Kastenrecht entzogen und nehmen mich nicht mehr auf. Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Gibt es denn keine andere Lösung? Ja, ich kann zusammen mit ihm kastenlos werden, was ich auch getan habe. Andere haben ihre Kinder auch so erzogen. Kleingeld betteln, in Eingängen schlafen. Könnt ihr euren Sohn nicht einfach zur Oberfläche bringen? Ich habe darüber nachgedacht. Dort soll es keine Kasten geben und den Menschen ist der Stammbaum einerlei, sagt man. Ich habe noch nie einen Oberflächler getroffen, aber es soll dort nicht sicher sein. Vielleicht kann ich eure Familie zur Vernunft bringen. Das würdet ihr tun? Klar. Aber weshalb? Einem geschenkten Wächter schaut man nicht ins Maul. Ich kann euch gar nicht genug danken. Aber ich warne euch. Mein Vater ist sehr halsstarrig. Er heißt Ordell und ist abends meist in der Schenke. Ich glaube nicht, dass er auf euch hört. Aber ich werde warten, ob ihr eure Zusage einhalten könnt. Brr. Oh, Winnie stimmt zu. Was haben wir hier? Diese Tür scheint aus massivem Stein zu bestehen. Es ist kein Öffnungsmechanismus erkennbar. Bei näherer Betrachtung fällt hier ein kleiner verborgener Schlitz auf, gerade groß genug für einen Finger. Durch den Schlitz sehen. Du siehst nichts als Schwärze. Okay. Ich wünsche mir so sehr ein Remaster dort mit mehr Quests. Ja, ja. Ich würde es einfach so feiern, wenn es ein Remaster geben würde.
Ich fände es einfach so toll. Na sowas. Nadesta sieht hier in der Stadt des Staubs nicht oft eine gut angezogene Fremde. Helft ihr einer Verkrüppelten? Und was gebt ihr mir dafür? Wonach sucht ihr? Kennt ihr eine Frau namens Javia? Kennen? Wir haben zusammengearbeitet. Javia hat die Charta vor weniger als einem Jahr übernommen. Und heute trägt jeder zweibeinige Staubfresser ein Schwert in ihrem Namen. Hat die Charta ein Hauptquartier? Ja, aber es ist schwer zu finden. Javia leidet unter Verfolgungswahn. Alle Mitglieder der Charta haben Fingerknochen bei sich. Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Hauptquartier. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Voll schade, dass ich nicht mit Mods spielen darf. Jedenfalls nicht öffentlich. Ich spiele das nur noch mit tausenden Mods. Hi, wie geht's? Was spielst du gerade? Hi, Ellie. Ich spiele gerade Dragon Age Origins. Und Faye, ja, ich habe das ewig nicht mehr mit Mods gespielt. Ich glaube, ich habe die alten Mods noch. Keine Ahnung, aber ich habe die halt auch nicht mehr installiert. Aber ja, es ist halt schon scheiße, dass man es nicht darf. Weil es gibt halt total schöne Mods, allein für Morrigan und Liliana und die Hochzeitsszene mit Alistair und so extra Szenen. Ja, es gab einfach so viele schöne Sachen. Miau! Es gab einfach so viele geile Sachen und ja, es ist schon ein bisschen kacke, dass man da nicht, ja, du weißt schon, dass man das nicht zeigen darf. Findest du auf YouTube massenhaft so, aber auch das erste Mal im Zelt gab es halt neue Szene. Echt? Wirklich? Das war so romantisch. Oh Mann! Ich will das sehen! Wie komme ich an so ein Zeichen? Da kann ich euch nicht helfen, Salrocker. Die Charta-Mitglieder verwahren sie sehr gut. Aber das ist doch etwas wert, oder? Ein bisschen vielleicht. Ja, oder neue Kussszenen. Oh, ich will die alle sehen. Oh, ich will die alle haben. Gibt's die Mods noch? Und einfach mehr Alistair. Ja, I love Alistair. Ich will die alle haben, schick die mir mal per Discord. Gibt's die noch? Es gab doch eine ganz eigene Seite für Dragon Age Mods, glaube ich, ne? Ich gebe euch 10 Silberlinge, passt auf euch auf. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Ja. Okay.